Grusel zu allen, herzlich willkommen zu Silent Hill 2, dem Remake und tatsächlich mein erstes Silent Hill. Man kann es kaum glauben, so ein alter Mann und noch nie selbst Silent Hill gespielt. Ja, das ist völlig richtig. Ich werde diesen weißen Fleck in meiner Gamer-Landkarte heute tilgen mit Silent Hill 2, dem Remake. Ich bin sehr gespannt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Schisser bin. Ich spiele selten Horrorspiele, weil ich dann immer Angst bekomme. Und wer will das schon? Aber heute mache ich eine Ausnahme und werde mich jetzt in die nebelige Stadt Silent Hill stürzen und gucken, wie es mir gefällt. So, neues Spiel. Ach, ich mache jetzt hier alles Standard. Was ist das? James Maske? Keiner? Was? Nee, das ist ja Quatsch. Nein, hey, was ist das denn? Ich denke, das ist ein Gruselspiel. Nein. Nein, nein. Oh, guck mal hier, 90er. Standard. Ja, wir machen hier Standard. Und let's go. Oh Gott. Geht schon los. Ich glaube, das ist der Ladebildschirm. Wir haben uns vor diesem Video gemeinsam im Stream eine Zusammenfassung des ersten Teils angeguckt. Allerdings hat der erste Teil überhaupt nichts mit dem zweiten Teil zu tun. Offensichtlich sind das zwei völlig eigenständige Geschichten, aber es war gut, nochmal so ein Gefühl zu bekommen. Dreckige Waschräume sind immer in jedem Horrorfilm oder Horrorspiel sehr wirkungsvoll. Ist er das jetzt aus dem ersten Teil? Nö, ne, habt ihr gesagt, das ist völlig eigenständig. Teil 1 und Teil 3 hängen zusammen, Teil 2 ist losgelöst. Weiß ich nicht. Ich spiele übrigens mit Controller auf dem PC. So, jetzt sieht's doch schon mal richtig gut aus. Das ist James Sunderland. Im ersten Teil war es Harry Mason. Okay. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Ich kann nur versuchen, jetzt anhand der wenigen Informationen mir zusammenzureimen, was die Ausgangssituation ist. Eine Liebe, die aus irgendeinem Grund nicht sein sollte. My wife's name. Oh no. Oh, okay. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Sie ist gestorben. Oder was? Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Keine Spoiler im Chat natürlich, bitte. Is she really alive?
wenn ich mal so Fragen stelle, frage ich meistens mich selber oder lasse euch an meinen Gedanken teilhaben. Und oftmals sind diese Fragen nicht dazu gedacht, beantwortet zu werden. Also alle Fragen, die ich so stelle, die dazu führen könnten, dass die Antwort ein Spoiler ist, die möchte ich natürlich nicht beantwortet haben. Aber okay, also er hat seine Frau vor 3 Jahren verloren aufgrund einer Krankheit. Dann hat er einen Brief erhalten von seiner verstorbenen Frau, die sagt, dass sie hier auf ihn wartet in dem Ort, der offensichtlich den beiden was bedeutet hat. Und jetzt ist er in diesen Ort gereist und sucht sie jetzt. Und wir kommen gerade von der Herrentoilette. Und ich finde, das sieht schon geil aus. Geht hier auch rein, oder? Nö, ist zu. Ich bin mir nicht sicher, wie viel, also ob ich jetzt hier hinter jede Ecke gucken muss und so. Okay, da können wir so ein bisschen laufen. Können wir auch laufen? Och, was war da? Umdrehen ist A, das ist RB. Muss man hier hinter jede Ecke gucken? Ist das so eine Art Spiel oder ist das egal? Es sieht jedenfalls nice aus, finde ich. Da ist vermutlich Sackgasse. Das ist hier erstmal so ein Parkplatz. Ah ja, hier können wir sprinten, sehr gut. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, das sieht sehr gut aus. Ist das unser Auto? Ja, das heißt wir können... Ah ne, das ist die Map. Wir sind auf der Aussichtsterrasse. Ranch von Silent Hill, Friedhof, Nathan Avenue, Sanders Street, Lindsay Street. Okay, da dieser Weg zum Friedhof scheint mir ein Fußweg zu sein. Guck mal, hier ist ein Fernrohr. Kein Geld dabei, ne? Schade. Ach, das sieht echt gut aus. Da geht's zum Fluss runter. Was ist hier mit diesem alten Van? Ist das ein trostloser Ort, oder? Also der muss ja mal anders gewesen sein. Die können ja sicherlich nicht hier in diesem trostlosen Ort ihr Special Place gehabt haben. Pale Vile National Park 10 Miles. Ist hier alles gesperrt, ne? Welcome. Road closed. Boah, dann gucken wir doch mal hier. Den Weg runter. Hier ist die Karte. Ja, das ist der Weg zum Friedhof. Finde ich einen direkten guten Auftakt für ein Horrorspiel, zum Friedhof zu laufen. Boah. Das können dir nichts sagen. Das sieht einfach hammergut aus, oder? Für so ein Remake? Also der Wald ist schon nice. Oh. Warum ist ausgerechnet jetzt so eine kleine Grölllawine? Der Weg wirkt auch sehr unheimlich. Ich kann mir vorstellen, im Sommer, wenn sich das Licht hier durch die Bäume bricht und so die Luft warm ist, dann und der Rasen satt grün, das kann das sehr schön sein. Aber jetzt hier scheint mir, was ist das, Herbst oder was? Ja, das sind Nadelwälder, da sieht man ja nichts. Aber es ist sehr herbstlich, nass, kalt. Was ist hier los? Ah, okay, speichern. In einem Brunnen. Ist das immer ein Brunnen dann, der Speicherpunkt, wie bei Resident Evil, die Schreibmaschinen? Da müsste es aber viele Brunnen geben. Vermutlich nicht. Vermutlich lag das an dieser Scheibe, nicht Scheibe, an diesem Quadrat. So. Ein alter, verwitterter Friedhof. Oh, Flashback. Oder? In Memory of
Oh ne, er trifft da tatsächlich jemanden. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Soll ich lauter machen? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. Könnt ihr ruhig sagen, ne? Also... Müsst nicht schüchtern sein. Away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought... my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Okay, natürlich habe ich jetzt permanent Theorien im Kopf. Ich denke mir natürlich, okay, oben auf dem Parkplatz, da stand lediglich ein weißer Van. Das war aber so ein Lieferwagen, wie Klempner oder Bankräuber ihn haben. Und sie scheint mir nicht so ein Mensch zu sein, die so ein Auto fährt. Außer unserem Wagen ist da sonst niemand auf dem Parkplatz gewesen. Die Straße da, die Zufahrt ist gesperrt gewesen. Das heißt, der andere Zugang wäre ja aus dem Dorf heraus gewesen, wenn ich das auf der Map richtig sehe. Könnte sein, dass sie vom Dorf gekommen ist. Aber vielleicht ist sie auch, entweder sie hat auch so einen Brief bekommen. Oder sie ist selber tot. Oder sie, was auch immer. Aber irgendwas, ich bin noch nicht überzeugt davon. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Hallo? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Okay. Good luck finding your... the one you're looking for. Yeah, Das ist ein bisschen creepy jetzt für sie. Wir gehen einfach nicht weg. sie sieht auch ein bisschen... unkomfortabel aus. Einfach ein fremder Mann auf dem Friedhof, der dann nochmal zurückkommt und nicht geht. Naja, ich weiß nicht, was ihre Geschichte ist. Sie war ja, nachdem, was sie gerade erzählt hat, scheint es mir schon so, dass sie aus dem Dorf gekommen ist oder aus der Stadt gekommen ist, den anderen Weg hier zum Friedhof. Aber sie ist wahrscheinlich dann am Grab ihrer Mutter. Aber warum ist sie da? Sie sagt, sie will ihren Bruder und ihren Vater hier auch treffen oder hat die hier erwartet. Hat sie ja vielleicht dann, ja, weiß ich auch nicht, ob die den Brief halt auch bekommen haben, so wie wir, oder ob die sich einmal im Jahr da treffen oder so, keine Ahnung. Egal, wir gehen mal weiter. Was ist das hier für eine Krypta? Ist wahrscheinlich verschlossen, ne? Was steht da? All have sinned and faith. Nee, and faith short. Boah, kann man nicht genau lesen. Irgendwas über Sünde. Sünder.
Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Die Musik passt auch schön, ne? Nicht zu dominant, sondern so leicht bedrohlich im Hintergrund. Spooky, so ein Kornfeld. Ach, dieses Knarzen, ne? Lem 3223. Silent Hill Ranch. Mal da rein? Nee. Oh, warte, noch so ein Van. Exakt der baugleiche zu dem vom Parkplatz oben. Also entweder das hat irgendeine Bewandtnis oder die Entwickler haben einfach keinen Bock gehabt, noch einen weiteren Wagen zu programmieren hier. Das ist oben das Windrad. Okay, das ist so eine Holz, so ein Sägewerk. Ich rieche förmlich feuchtes Holz gerade. No trespassing natürlich, klar. Das scheint mir aber nicht aufzugehen. Matsch, 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 matsch. Ist einfach niemand hier. Komplett verlassen alles. Bräuchte einen Bolzenschneider. Da ist auch eine Tür, aber da komme ich sogar durch. Das ist ein Bowling. Okay, wir haben keinen Schlüssel, da kommen wir nicht rein. Dann mal hier durch. Erstmal natürlich hinten rum. Hello. Oh. Anyone in here? Ich nehme mal an, ganz kurz, wenn das offen ist, wird die Tür zu sein, aber das probiere ich einmal noch vorher. Ja, das war zu erwarten. Oh, warte, da steht was. Went to town to get the window fixed. Spare keys in the drawer. Ah, okay. Aber diese Notiz scheint mir einige Jahre alt zu sein. Das ist... Der Nagel, mit dem das Papier da reingehämmert wurde, ist völlig verrostet. Das ist alles hier. Guckt euch das an. Das muss, der ist ja einfach nicht mehr zurückgekehrt. Oh. Ist das ein... Ich dachte gerade, das wären die Umrisse einer Person. Was ist hier mit Lichtschalter? Den nehmen wir jetzt. Sollen wir den mal drehen? Irgendwie? Autoservice. Ja, okay. Schlüssel, den du in der Werkstatt Best Auto Parts gefunden hast. Ist das ein Autoschlüssel dann auch oder für die Tür? Ach, guck mal hier. In meinen rastlosen Träumen sehe ich diese Stadt. Silent Hill, du hattest versprochen noch einmal, das ist ja das, was sie gesagt hatte. Und das ist der Brief, den er bekommen hat. Das muss ja dann auch ihre Handschrift sein. So, was ist mit dem Auto hier? Da ist nichts drin. Ist auch alles zu dunkel. Okay, dann schließen wir hier die Tür auf und dann...
das jetzt? Autsch. Ah, hier ist noch was. Schaut mal, ist das ein Lichtschalter? Ne, achso, das ist der Spind. Scheint mir nichts drin zu sein. Ich brauche eine Taschenlampe. Wie wäre das denn mal? Sehr, sehr dunkel. Da sind, glaube ich, Autoreifen mit einem Regal und einem Wagenheber. Also erkenne ich nichts. Pin-up-Kalender. Da ist doch ein Lichtschalter, aber den kann ich nicht betätigen. Schade. Ja, okay. Vielleicht kommen wir jetzt mit dem Schlüssel auch durch die andere Tür. Bürotiger und Switchnox, vielen Dank. So, ich nehme mal an, wir werden jetzt hier durchkommen mit dem Schlüssel. Da ist noch ein Gebäude. Kommen wir auch nicht durch. Ich mag, wie wir uns ans Gesetz halten. Überall wohl eine kleine Pforte verschlossen ist, gehen wir nicht hin. Ja, auch. Obwohl, hier wäre es auch schwieriger zu klettern, aber das ist einfach so ein Autofriedhof hier. Ne? Alles verrostet. Kaputt. Roadwork. Da geht's weiter. Hier ist aber auch irgendeine Interaktion. Okay. Man hört da irgendwas Gruseliges aus diesem Tunnel kommen. Graffiti. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich nehme an, jetzt kommen wir in die Stadt. Über die Witzer Road. Warte kurz. Da war ja, kam er ja nicht weiter. So müssen wir dann hier durch diese Straße so. Kriegt man das Auto auf? Nee. Kofferraum auch nicht. Nope. Macht er ja schon so ein bisschen wahnsinnig. Dass man nie weiter sieht als auf 10 Meter. So muss sich ein Nashorn fühlen. Die sind ja auch immens kurzsichtig. Der Nashorn-Simulator. Wir sind ganz schön außer Atem schon. Hier geht's links, aber da ist eine Baustelle und geradeaus. Okay, die führen ja wahrscheinlich beide ans gleiche Ziel. Dann gucken wir erstmal hier, wo es vermutlich nicht weitergeht. Roadwork ahead. Oh ja, was ist das? Ein umgestürzter Baum oder was? Jedenfalls ist das hier gesperrt. Erwartungsgemäß. Dieser Nebel ist ziemlicher Mist. Ja, das ist ein sehr lustiges Wortspiel, das mag ich. The Roadrunner. Auch da wieder eine Kette. Oh, die Musik. Wird die nicht immer lauter gerade oder bilde ich mir das ein? Ne, darf ich auch nicht. Erreiche Silent Hills und die nächste Karte. Alles klar. Über die Sanders Street geht es hier in die Stadt. Ich mag dieses Reißbrett,
System, nachdem amerikanische Städte entworfen sind. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, uns relativ gut zu orientieren. Sagte er und läuft komplett in die falsche Richtung. Ich wollte nur kurz was gucken. Ist ja klar, ne? So. Aber bei dem Nebel, meine Herren. Da ist Sackgasse. Wir gehen deswegen mal erstmal hier lang. Ja, ich frage mich, ob das wirklich damals, dieser Nebel, wirklich eine technische Limitierung war oder eine bewusste Designentscheidung, weil natürlich dieser Nebel einfach die Möglichkeit gibt, dass man das Spiel nicht komplett so berechnen muss, ne? Wahrscheinlich war das wirklich einfach nur deswegen. Alle verwelkt. Jetzt müsste man ein bisschen botanisches Wissen haben. Vermutlich gibt es ein... Ist das eine Bananenpflanze hier? Es gibt vermutlich einige Pflanzen, die länger ohne Wasser auskommen oder ohne Pflege, wobei das hier so... Na, da regnet es doch rein. Hier muss ja ein bisschen Feuchtigkeit drin sein. Die hier müssten eigentlich... Weil da kommt, da regnet es durch. Aber die sind schon seit einer langen Zeit hier nicht mehr gepflegt worden. Cassandra. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid geben, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Ja, die sind alle weg und keiner ist wiedergekommen. Was ist hier los mit dieser Stadt? Erste-Hilfe-Kasten kann ich aber nichts mitnehmen. Alles hier ist verdorrt. Hier liegt noch was. What is this? Blutspuren? Vermutlich Blutspuren, ne? Hallo? Hallo. Hallo. Ich mag, dass die sich ein bisschen Zeit lassen. Das wird sicherlich noch viel gruseliger werden. Aber der Auftakt ist so richtig schön entschleunigt und leer und ruhig. Und gibt ja auch so Spiele oder Filme, die direkt mit so einem Horrormoment einsteigen, um die Zuschauer und Zuschauerinnen zu fesseln. So direkt erstmal irgendwas wird erstmal gemetzelt. So wie Walking Dead, so die erste Folge direkt, die erste Szene direkt super gruselig machen, damit die Leute erstmal dranbleiben, weil keiner hat mehr die Geduld, etwas wirken zu lassen. Und das Spiel macht das hier, finde ich, gut. Man erwartet natürlich Grusel, ist ja klar. Was ist das denn hier? Christi, oder? Kennt ihr noch Christi? Der hat den Reichstag damals verhüllt. Dieser Künstler. So sieht das aus. Christi, die frühen Jahre. Christo, nicht Christi. Entschuldigung, Christi war der andere Typ, ne? Christo hieß der, genau. Genuine Optical. Lindsay Street, Sand Street. Hallo! Closed. Closing time. Eieiei.
Achso, da ist ja die Wand da hinten. Warte mal, das ist ein Fenster. Gonzales Mexican Restaurant. Aber hier ist nichts zu finden. Da auch nicht. Oh, das ist eine Tür. Warte. Ah ne, da kommen wir nicht rein. Da sieht man schon. Da haben die sich wirklich Mühe gegeben, klar zu machen, dass man durch diese Tür nicht kommt. Alles ist hier zugestellt. Da brauche ich gar nicht erst hingehen. Da ist auch zu. Ich gehe trotzdem mal hin, aber das ist ja relativ offensichtlich, ja. Hier ist auch zu. Das ist ein seltsamer Ort, ne? Ihr kennt ja jeder jeden wahrscheinlich. Diese kleinen Häuser hier ist ja eigentlich ganz charmant, ne? Sehr amerikanisch. Café. Ist auf der anderen Seite. Alles zu. Super viele Geschäfte. Also auf jeden Fall ist das ein Gewerbegebiet, aber auch ein Wohngebiet. Beides. Huch! Hallo? Was schnarkt denn da rum? Das ist eine unglaublich dumme Idee, da jetzt hinzulaufen. Hallo? Ich laufe nur gruseligen Geräusch hinterher, also. Wenn das jetzt ein, jemand anderes steuern würde, dann würde ich. Ach du Scheiße. Ich gegen jeden Instinkt laufe ich da hinterher. Hallo? Da ist ein Loch im. Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennen solche Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Sowas wie das hier? Autsch. Ist das eine Falle? Ja, lauf mal ruhig den frischen Blutspuren hinter. Oh. Da können wir speichern. Eine rote Tafel. Gespeichert. Das gibt einem immer ein gutes Gefühl. Wenn man gespeichert hat, hat man für die nächsten 5 Minuten das Gefühl, wenn was passiert, ist nicht so schlimm. Oh Gott. Alles hier. Moosig, feucht. 9:10. Die Uhren sind um 9:10 stehen geblieben. Nichts drin. Oh. Settlements. Gesundheitsdrink. Ja, brauchen wir doch nicht jetzt. Noch geht's uns ja gut. Ich
wäre fern eine Taschenlampe. Da waren doch nur die Lichtschirme. Oh, hört ihr das? Ist ein Radio? Ein Fernseher? Gruselig. Ein Taschenradio. Oh, ja, das war so klar. Der hat einen Reißverschluss. Ja, was jetzt? Ja. Wie schlag ich? Ah! Ey! Oh! Scheiße! Ich glaube, ich sollte jetzt diesen Drink nehmen, ne? Ja, ausweichen ist immer eine gute Idee. Ja, mehr Loot gibt's nicht, ne? Man muss sagen, er reagiert extrem gelassen auf diese Situation. Taschenlampe will ich haben. Und eine alte Brotdose mit einem... Was ist das? Ich will keine Injektion benutzen. Warum? Für was? Ich werde wahrscheinlich gleich... erfahren, für was ich das brauche. Ja, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir, was hier noch ist. Nix. Was hier? Zu. Alles klar. Ich fühle mich so viel besser jetzt mit diesem... wie diesem Holzbrett mit den Nägeln dran. Mach doch die Antenne raus! Du hast viel besseren Empfang mit Antenne. Zieh sie raus! Jetzt haben wir ein Radio, das ist okay, aber er ist halt jünger, ja. Das war auch mein Gedanke, dass man heutzutage die Leute, das ist so wie diese alten Telefone mit Wählscheibe. Wenn man das einem jungen Menschen gibt, die wissen gar nicht, was sie machen sollen damit. Und das gleiche ist mit so Radioantennen. Wer heutzutage muss denn noch eine Antenne bedienen? Wenn man das nicht weiß, dann kommt man nicht auf diese Idee, sie rauszuziehen. Ne? Die Antenne, ja, okay. Gut. Alter Lader hier, was ist das? Schon wieder so ein weißer Van.
Oh, das ist derselbe? Nee. Diese Wellen, sind das Sackgassenzeichen? Also so Barrikadenzeichen oder was? Und das Rote ist ein Safe-Punkt vielleicht? So, das war ja schon mal ein bisschen gruselig. Aber er ist verdammt entspannt. Was? Wie, was ist that? Was meinst du? Ist that was? Was hast du gesehen? Das? Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht das, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Okay. Kann ich das jetzt umdrehen? Wenden. Ha! Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. War jetzt ganz gut, weil ich habe mir gedacht, da steht ja dahinter schauen. Und dachte ich, okay, dann muss er diesen Zettel ja umdrehen können. Und da steht, ich soll einfach weg. Und wahrscheinlich hat er sogar recht. Aber ich mach das ja nicht. Fuck. Oh Mann, bin ich erschrocken. Wo? Wo ist er jetzt? Scheiße. Ah, das war wieder so ein Schnattermann. Ah. Robbt er sich da die bäuchlings? Ah. Oh, hier kann ich speichern. Da bin ich Fan von. Hier ist, bei Speichern muss Klippo sein. Sehr gut, gespeichert. Happy. Niemand kann mir was. Ergibt es Sinn, sich die Nummernschilder zu merken? Ist es immer das gleiche Nummernschild? Warte mal. Hatte das andere Auto nicht auch LEM 3223? Achtet mal drauf. Haben alle Autos das gleiche Nummernschild? Dann ist es ein Hinweis darauf, dass wir uns in einer Traumwelt befinden. Entweder die Programmierer sind faul gewesen, oder es ist ein Hinweis darauf, dass nichts hier real ist. Warte mal, hier ist ein Schloss von außen. Hey! Krabbelmann! Oh, hier müssen wir anhalten, hier steht Stopp. Warte, kurz anhalten. Links, rechts und weiter. Gleich müssen wir auf jeden Fall gegen diesen kleinen Kriechling kämpfen. Oh shit! Aber wehe von hinten jetzt auch. Wehe gleichzeitig von hinten, dann dreh ich durch. Und die hat Pumps an. Wieso hat die denn so Pumps an? Guck mal, das war eine Frau, die hat. Ah, das sind so Buffalo Pumps. Das war auf jeden Fall mal eine Frau. Aber war das die Persönlichkeit, die wir gerade so haben langkrabbeln sehen? Hier ist ein Radiosignal. Leider kann man die Zeitung nicht wirklich lesen. Ah! Oh! Oh, hat mich mehr. Oh, hier, ich habe richtig Gänsehaut. Für euch ist das, ihr seid alle abgehärtet, ne? Für euch ist das überhaupt nicht mehr gruselig. Aber ich bin ja wirklich ein Horror-Noob, ne? Ich habe Grusel 1000 gerade. Okay.
würde so gerne eine Taschenlampe haben. Super strong, super clean. Wash away the stains of yesterday. Warum war das jetzt so interessant? Gruselig. Da geht's raus, aber was ist mit der Tür? Können wir die von hier aus aufmachen? Nö. Im März 1965 wurde Silent Hill von der Gesellschaft für paranormale Forschung in Maine besucht. Nach gründlicher Untersuchung kam ein Team von erfahrenen Wünschelroutengängern zu dem Schluss, dass das Gebiet um die historische Kohlengrube Wilze hochaktiv sei. Die Gesellschaft hoffte auf weitere Untersuchungen und Expeditionen in der Grube. Es kam jedoch nicht dazu, denn bald darauf wurde Silent Hill vom örtlichen Geschichtsverein zum historischen Naturschutzgebiet erklärt. Außerdem stieß die Idee auf den Widerstand der Gemeinde, die argumentierte, die Forschung der Gesellschaft würde dem Tourismus in der Region schaden. Wer die Glaubwürdigkeit unserer Forschung in Frage stellt und sich hinter Tagestourismus versteckt, der würde uns nur daran hindern, die Wahrheit zu erfahren, kommentierte ein Mitglied der Gesellschaft. Leider war keiner der örtlichen Vertreter für eine Stellungnahme erreichbar. Anmerkung der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen keine Beweise für die Glaubwürdigkeit der Radiästhesie oder die Wirksamkeit von Wünschelrouten vor. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht die Ansichten des Autors wider. Ja, siehst du, alle machen sich lustig über Wünschelroutengänger und in Wirklichkeit sind die nämlich ihrer Zeit weit voraus. Und die wissen genau, wo das Böse schlummert. Und wenn man auf sie gehört hätte, wäre all das vermeidbar gewesen. Aber nein, es ist immer der örtliche Tourismus. Egal welchen Horror ihr nehmt, ob es der weiße Hai ist oder Silent Hill. Es ist immer der Tourismus, den die Leute schützen wollen. Und das wird am Ende zum Verhängnis. Ist das alles? Ist hier nichts mehr in diesem Raum? Ich hör's doch die ganze Zeit knarzen. Warum sind die... Schließfächer immer leer da, diese Spinde. Stopp! Einmal links, einmal rechts. So, hier ist noch was Ekelhaftes da. Dankenswerterweise nimmt er den Knüppel direkt in die Hand. Gar nicht erst ins Krabbeln kommen lassen. Wir sind uns eigentlich, dass du hinüber bist, ne? Irgendwann wird was... Fuck. Irgendwann wird was Schnelles kommen. Am Anfang gaunern die noch auf dem Boden rum und irgendwann tappelt das auf mich zu und dann... Fucking Gänsehaut. Hinter dem Auto! Nein! Doch nicht das Auto! Nee, nein, das ist das hier überhaupt nicht! Das ist die mieseste Nummer überhaupt! Nee! Das ist Kacke! Nee, das finde ich scheiße. Komm, Frau, bleib hier! Ich muss ganz kurz sagen, das fand ich nicht in Ordnung, weil ich habe auf das Vieh eingeprügelt und der hat einfach stattdessen aufs Auto gehauen, obwohl ich ganz klar die Anweisung durchgegeben hatte, bitte auf die Kreatur zu schlagen. Finde ich jetzt blöd, bin ich direkt beleidigt. Fühlt sich nicht richtig an. So, jetzt hier schön in diesem Café erstmal einen kleinen Latte Macchiato zubereiten. Jetzt auf den Schreck. Huch.
Guck mal, Coin. Aha! Ah! Fuck! Oh, Gänsehaut. Ah, ekelhaft. Ekelhafte Viecher. Schnell in den... Ah, unangenehme Brut. Während ich nach diesem Taler in der Hand freudig drehte, kamen die da so um die Ecke geschleudert. Gib mir sofort einen Heiltrank. Jetzt habe ich diese eine Münze hier, mehr ist aber nicht. Ah, okay. Jetzt muss ich mir überlegen. Dieses eingekreiste Ding da, müssen wir da vielleicht hin, jetzt gerade außen links? Nächste links und dann wieder links. Shit. Oh, fuck it! Ich bin nichts sehend. Ey Leute, ich brauche jetzt hier relativ dringend mal irgendeinen Snack. Fuck. Wie kann ich die Spritze denn benutzen? Gibt's da keinen... Ach, gedrückt halten. Oh, das war mal eine knappe Geschichte. Aber gut, dass wir uns den aufbewahrt haben. Eigentlich so. Hier krabbelt doch wieder irgendwas! Komm ich hinter die Bar? Nee, ist versperrt. Menü. Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen und was auch immer er darunter wartet, herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Ja. Big J. Oh, hier, da, Snaggy Snack. Nice. Schönes klassisches Diner. Draußen höre ich schon wieder dieses Geschmatze da. Komm ich da rein? In die Küche? Ne, Küche ist versperrt. Schade. Hier hatten wir uns umgesehen. Was ist hier? Klo. Oh Gott, geht's da hoch? Ach Gott. Na, da geht's nicht weiter. Die Tür geht sogar auf. Ja, hier hätten wir auch gekämpft, genau. Da kamen wir rein, dann hier. Erst alles und dann. Okay, da hier haben wir alles, gut zu wissen. Dann. Gruselig. Fuck. Da sind wir noch ein zweites Ding. Ah!
Ekelhaftigkeit! So viele Restaurants. Da war nicht durch jedes Fenster. Schade, hier darf ich nicht rein. Also man verirrt sich hier natürlich zwangsläufig. Hier ist ein Polizeiauto. Da will ich eine Waffe finden. Autos lungern die rum. Guck mal da. Gib, 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 gib. Warum komme ich da nicht ran? Hallo, gib. So. Also, was ist denn jetzt? So. Pistolenkugeln, alles klar. Aber ohne Waffe bringt mir das gar nichts. Wenn wir hier eine Pistole. Ja, toll. Es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich zu diesem Zeitpunkt des Spiels schon über eine Waffe verfügen sollte. Immer wenn man zuerst die Munition findet, dann habe ich das Gefühl, ich habe die eigentliche Waffe verpasst. Hier ist ein Seil. Macht auch schon ein bisschen Bock, die Sachen einfach zu zerschlagen, tatsächlich. Einfach, weil man das Gefühl hat, man macht irgendwas. Man hat was in der Hand, man ist gestalterisch tätig und muss nicht nur reagieren auf die ganze Gruseligkeit. Was ist hier? So, da waren wir schon. So, dann gucken wir mal jetzt. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ich gehe jetzt nochmal die Straße hoch und dann gehen wir runter zu dem Kreis. So, Schallplattenladen. Groovy. Oh, der ist sogar open. So, hier ist was drin. Wo ist das? Ah, Schweinegesichtiges. Wehe, da sind zwei. Wehe, da sind zwei. Wehe, ja, es sind zwei. Ich wusste das! Oh, das geht, ja, aber schlagen nicht. Einer ist rausgeirrt. Ah ja? Was? Wieso? Was hast du denn für eine Reichweite? Shit. Das war sehr unsouverän. Ich wusste, dass da zwei sind. Jack! Wir haben keinen Plan mehr! Da! Das, na, das neue Bon Jovi-Album ist ausverkauft! Ah! Wenn ich jetzt behaupten würde, nicht leicht panisch zu sein, wäre das gelogen.
Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult, hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war kurz drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon damit, damit er die Klappe hält. Aber als ich die Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos rausgegangen und hat sie hier gelassen. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nellys nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. Plattenladennotiz. Ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich müsste sofort mal was Köstliches bekommen. Erstmal, das ist ein Tonstudio oder was? Lass dich von der Musik mitreißen, finde die Melodie deiner Träume und schwinge das Tanzbein. Panzerglas. Panzerglas. Zähle. Was haben wir hier Schönes? Potential. Die neue Locket-Scheibe. Gibt es einen regulären Weg oder muss ich zerschlagen? Ernsthaft? Music can bring you back to those wonderful moments you thought lost. Ah. Guck mal, jetzt habe ich hier geöffnet. Was mir gar nichts bringt. Weil ich ja eh schon die Scheibe zerschlagen hatte. Ja, die gute Fender. Was ist eure Lieblingsgitarre? Das ist die halbe Schallplatte. Es gibt es wirklich Vinylkleber? Kann man Schallplatten wirklich wieder zusammenkleben? The Long Way, produced by A. Conroy. Hm. Ich möchte bitte sofort einen Save-Punkt haben und einen kleinen Health-Trank. Warte mal. Ach, jetzt geht das, oder was? Eben ging das nicht. Da war das Panzerglas, da oben. Oh, herrlich. Manche sind Panzerglas und manche nicht. Schon echt befriedigend, die einfach zu zerschlagen. Menschliche Entropie. Human Entropy. Oh, das ist so ein geiler Bandname. Wenn ich eine Band mache, nenne ich mich Human Entropy. Guck mal, bei denen war das, oder habe ich mich nicht richtig ausgedrückt? Ach, jetzt geht's! Ich glaube, ich war einfach nicht dicht genug dran. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich kann die gar nicht zerschlagen. So. Same day service. Closed. Die Frage ist, ob man eventuell anhand der Öffnung der Geschäfte vielleicht erkennen kann, an welchem Wochentag wir uns befinden. Weil manchmal stehen da ja hier sowas zum Beispiel. Montag bis Samstag. 8 a.m. plus 4 bis 4 p.m. oder die ist closed. Das heißt, wir befinden uns irgendwann Samstagabend oder ja, generell entweder nach 4 p.m. oder am Sonntag oder Samstagabend oder so. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass hier. Also waren ja einige Geschäfte waren ja geöffnet, ne? Versteht ihr, was ich meine?
Da kann man leider nichts erkennen, das finde ich immer total spannend, so alte. Achso, ja, hier war das Polizeiauto. Ich wollte in diese Richtung. Ach, da war die Straßensperre. Genau, okay, da ging es nicht weiter. Einmal kurz noch einen letzten kontrollierenden. Was ist denn hier? Was für eine Seitengasse auf einmal? Ach, fuck it. Kakerlakenspinnen. Oh, widerlich. Oh, endlich mal einer auf Vorrat. Fühlt sich direkt gut an. Schau mal, hier ist ein Ausgang, da ist eine Tür, die wird aber geschlossen sein. Auf! Oh, Mist. So, was haben wir hier? No smoking inside. Das heißt, es ist schon mal kein Laden, bei dem man Heiratskleidung kaufen kann. Warum stört der eigentlich so? Sind wir nicht eigentlich gerade... Wir sind noch gar nicht durchgeheilt, fällt mir gerade ein. Ich muss noch einen kleinen Snack nehmen. Ich habe die ganze Zeit noch so einen roten Balken gehabt. Ich war noch gar nicht so weit, wie ich dachte. Hm. Was? The door that wakes in the darkness opening to nightmares. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Also, ist die jetzt hier eingezeichnet? Ah, okay, die wird wahrscheinlich dann nicht aufgehen, ne? Vielleicht eines Tages mal. Was ist los, Gesa? Das war ein guter Zweck. Aber da ist nichts drin. Hier schon wieder so ein weißer Lieferwagen, also halbweiß. Halbweise. Jo, ich glaube, wir gehen jetzt dann mal dahin, wo dieses eingekreiste Symbol ist. Dazu müssten wir geradeaus. American Café. Waren wir hier drinnen? Nope. Aber hier werden mit frisches Obst in Control. Ah, da kommen wir nicht rein. Da ist vergittert, ne? Ja, schade. Seht ihr das? Da auf dem... Warenregal. Da waren noch Sachen zu sehen. Aber ich darf hier nicht rein. Guck mal, da seht ihr diese Flasche da, rechts. Da. Das ist doch eindeutig so eine Gesundheitsflasche. Da komme ich bestimmt rein. Von hinten. Vielleicht! Kakerlaken-Attacke! Okay, da brauche ich einen Code. Ja, toll. Warte. Ich habe keine Ahnung. Aber da sind Fingerabdrücke. Ich nehme mal an. Also es gibt ja so alte Tricks, ne? Welche Taste ist am abgerubbelsten oder wo sind Fingerabdrücke zu sehen? Aber ich glaube, das kann ich jetzt hier nicht sehen. Also ich
Ich habe auch noch nichts. Ich schätze mal, da müssen wir noch ein Rätsel finden. Ja, wir können jetzt rumprobieren und Glück haben. Luftpumpe und der Fichtenelch. Hier wird es irgendwo diesen Code geben. Ich guck mal kurz, ob es hier Hinweise gibt. Grand Market. Vermutlich muss ich irgendwo einen Zettel finden oder so. Wo das draufsteht. Aber manchmal sieht man ja auch dann so versteckte Hinweise. Ach Gott, diese Musik macht mich fertig. Ich will da rein. Traugott Simon. Traugott Simon, bist du Simon oder was? Steht da oben. Office Space for Rent. 1, 5, 6. Nee, das ist Quatsch. Aber irgendwo muss ein Hinweis sein. Ich will da auf jeden Fall rein in diesen Supermarkt. Ich glaube nicht, dass das hier drin steht, oder? Also ich glaube, wir hatten hier nichts. Hätte ja sein können, dass wir schon irgendwas eingesammelt haben, wo ich dann nichts ahnend hektisch drüber gelesen habe, aber vielleicht finden wir das noch irgendwo anders. Vielleicht ja hier im Nachbarladen. Vielleicht haben die eine freundschaftliche Beziehung miteinander und teilen sich gegenseitig ihre Hintertür-Codes mit. Nö. Ah, ich höre wieder Knarzen. Ist das Radio? Zeigt mir das Rauschen des Radios an, wenn der Gegner in der Nähe ist? Da, ich sehe ihn sogar. Guck mal, da ist er. Ach, was war das denn? Hat er sich unsichtbar gemacht? Nein. Nein, ich war zuerst da! Nein, das ist Kacke! Ah! Arschloch. Ah, fuck. Eins, zwei, eins. Ah, das war nicht gut von mir gekämpft. Nee. Nicht gut gekämpft. Mist. Gibt's hier eine Waffe vielleicht? Welcher Polizist lässt denn bitte seine Waffe nicht auf dem Fahrersitz liegen? Das ist doch Quatsch. Ach, das war wieder so echt nicht gut gekämpft. Ich muss mir das Timing noch besser drauf schaffen. Ich muss mehr Respekt haben und auch mal ausweichen. Ich nutze Ausweichen zu wenig, weil ich dann immer denke, was will er machen, wenn ich in der Offensive bin? Oh, guck mal hier, Gigacomputer. Ach, guck mal hier. Gigacomputer. Ist das vielleicht eine Reminiszenz an NBC Giga? Warum hier nicht? Taverne. Baby Goods. Ist zu, ne? Überall mal reingucken. Also wir sind jetzt eigentlich genau hier. Da müssen wir rein. Acht bis 5 PM, Montag bis Freitag. Was ist denn das für eine Bar? 8 AM bis 5 PM? Das ist doch keine Bar. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Erstmal speichern. Das ist das Erste, was ich mache.
Weil ich Angst habe. Nee, wisst ihr was? Smarter ist erstmal. Das muss ich, wenn ich neu lade, immer die Sachen hier neu machen. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heulte. Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte, aber eine der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt in der Salt Street neben der Apotheke, Apartment 9. Ja, das merken wir uns. Da finden wir das zweite Plattenstück und dann können wir das zusammenkleben. Ach, das Tastenfeld ist auch eingezeichnet. Das ist ja super. Da unten einfach nur nach Süden. Das ist natürlich gut. Die Lichtstimmung hier mit diesen abgeklebten Fenstern, das ist echt gut. So, jetzt wird hier gespeichert. Bier. There was a hole here. It's gone now. Was ist das hier? Das sieht mir sehr gruselig aus. Das ist eine Jukebox. Aber eine gruselige Jukebox. Was kann man denn da? Da muss ich die Platte reinstecken dann, oder? Wenn ich die fehlenden, das fehlende Teil habe, dann kann ich das kleben und dann da rein. Oh, da ist ja schon. Ich dachte, das muss ich jetzt erstmal holen. Ja. So. Das plus das plus das. Krass, das geht tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt da rein. Ich muss sie erstmal reinlegen jetzt. Na? Ah. Nun. Gut. Jetzt muss ich auch noch Geld reinschmeißen. Und nu? Ja, Mist, wo habe ich sie denn jetzt reingelegt? Fuck, das kaputte C2. Oh Gott, hoffentlich ist es C2. Was? Aber das war doch das kaputte da, oder nicht? Das ist doch C2. Muss ich noch was? Kann ich das nicht manuell machen? Muss ich den auch noch finden hier oder was? Ja toll, da kann ich das ja gar nicht machen. Ich meine, da stand doch gerade in der Notiz auch, dass der zweite Knopf fehlt. Ich habe erst gedacht, der meint von einem Kleidungsstück. Aber das ist dann der zweite Knopf. Ja gut, dann müssen wir den jetzt finden. Vielleicht soll ich einmal kurz speichern. Darf man so oft speichern, wie man will, ja, oder? Einfach nur, damit ich das ganze Schauspiel hier nicht nochmal, falls ich sterbe, nicht nochmal machen muss mit der Schallplatte und so. Öffnen Sie diese Tür. Es fehlt mir auch noch ein Schlüssel.
Jo, also die Frage ist, ob das hier überhaupt ist, aber das jetzt, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal in den anderen. Ja, das haben wir schon gelesen, ne? Hier ist ein Loch, jetzt ist es weg. Jetzt gehen wir zu dem Typ da nach Hause. Und zwar einfach nach Süden, also hier lang. Dance. So, hier gibt es jetzt wieder Ekelhaftigkeiten zu beseitigen. Das ist die mit den Pumps. Eins, zwei. Ich bin außerdem in einem harten. Laufen Sie weg. So kann man. Obwohl, ich habe gerade gespeichert. Ist mir eigentlich total egal. Ich kann es komplett riskieren. Tun, du Ekelhaftigkeit. Zermanscht. Zermanscht. Unangenehm. Unangenehmes Getier. Ja, weil da lag einer auf dem Boden, ne? So, gib mir jetzt sofort. Und der hat mich abgelenkt. Und dann wurde ich in ein Sandwich genommen. In ein Spuck-Sandwich. Was nun? Was? Guck ich da gerade durch ein Loch? Was ist denn jetzt los? Ich guck. Ach so, ich hab da durch die. Okay, aber es hat doch einen Grund, dass man da durchgucken kann. Warum? Was bringt mir das, dass ich jetzt da durchgucke? Hier gibt es auf jeden Fall, guck mal, hier gibt es so eine Pille. Hier muss es eine Pille geben. War ich hier schon drin? Nein. Gib mir so. Oh, ich wusste es, jetzt steht der auf. Ich habe doch getreten. Ich hatte den doch richtig bestialisch zusammengetreten. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen gefährdet. Egal, rein da. Green, Rainer, zermanschen! Okay, das haben wir gut gemacht. Seht ihr, wenn die Not groß ist, dann ist der Überlebensinstinkt sehr ausgeprägt. Okay, danke für die Info, Nikola. Oh, Gruselzeit. Gruselzeit. Ich brauche jetzt bitte sofort was Leckeres. Das kann doch nicht sein, dass die mir jetzt hier Medikamente verweigern. Ich muss einfach vorsichtiger sein. Ich war jetzt wirklich unvorsichtig. Mehrfach. Das wird sich jetzt ändern. Sobald ich das nächste Mal einen leckeren Gesundheitssnack vertilgt habe, werde ich in Zukunft, ist die Prämisse, Vorsicht geht vor. Jetzt hat es ja auch gut geklappt, obwohl das hier sehr heikel war. Ich muss einfach mehr ausweichen und ein bisschen langsamer sein. Spürst du den Heißhunger? Kannst du einfach nicht anders? Greif zu, Happy Burger. Wir geben dir, was du brauchst. Auf dem Sprung, all unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Ah! Oh, okay. Jetzt ist die größte Not ist beseitigt. So, das. Immer die Augen offen halten. Immer die Augen offen halten. So, warte.
Warte, nochmal die Lochtaste. Nee. So, nochmal die... Da kann ich durch, oder nicht? Was war nochmal die Krabbeltaste? Jetzt. Jetzt bin ich in dem Raum mit dem Bullauge, ne? Ja. Aber hier ist nichts Ekelhaftes drin. Ich habe das ja gescoutet. Was ist denn das? Oh. So, jetzt ist die Frage, ob ich die schon nehmen sollte, weil ich kann ja noch einmal getroffen werden. Ich glaube, das wäre Verschwendung, wenn ich die jetzt schon nehmen würde. Auch wenn mein ganzer Instinkt mir sagt, heil dich, ist das vermutlich deutlich klüger zu sagen, ich warte noch mal kurz. Vielleicht wird es mir auch zum Verhängnis, aber man muss jede Portion Heilung gut aufbewahren und kalkulieren. Hier schon durch. So. So, jetzt links runter die Straße. Gruselzeit. Und dann jetzt hier rechts. Ach. Naja, Schwein. Naja, das Rauschen des Radios. Matschi, Matsch. So, Vorsicht ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich das erlauben kann. Da rein. Ach, das ist hinter mir, das Gebäude. Falsch. Entschuldigen Sie, falsche Straßenseite. Hier, Green Pharmacy. So, hier erwarte ich mir jetzt aber ohne Ende Heilmittel. Ah, mach auf! Lass mich rein! Pharmacy hat nicht geöffnet, das ist doch blöd. Sag mal, wieso bin ich denn jetzt eigentlich rot? Wieso bin ich denn jetzt komplett rot? Hm. Oh, schaut mal hier, da ist eine Feuerleiter. War das die ganze Zeit so? Ist das ein, aber ich hatte doch einen schon gesnackt. So, hier muss ich jetzt rein. Haus Nummer 16. Ein Pförtner sogar. Ich höre anhand des Rauschens, dass hier richtig monströse Feinde lauern. Da komme ich nicht ran. Da kommen sie. Sehe sie. Denn Kakerlaken. Mal hier rein. Natürlich bist du zu. Komme ich von der anderen Seite, okay. So, geradeaus ist eine Kakerlake, eine richtig riesige Monster-Kakerlake. Kommst du jetzt auf mich zu, oder? Erstmal das hier. Nee, die Kakerlake, komm! Was ist das überhaupt für ein... Das ist ein Skarabäus, Mörder-Skarabäus? Aber herrlich, wenn das Rauschen aufhört, ist natürlich fantastisch, ne? Was ist das denn? Eins am anderen. So. Salt Street Apartment.
So, da ist der Schlüsselraum. Da befinden wir uns jetzt gerade bei der 1, oder wie? Okay, dann der Reihe nach. Erstmal hier rein. Oh, geil. Schieb, schieb. Dass man auch nicht einen einzigen Lichtschalter betätigen kann, das macht mich ganz wahnsinnig. Wieso hat er die Tür mit einem Schrank verschlossen? Hatte er vor irgendwas Angst? Wollte er irgendwas aussperren? Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Alles klar. Julia, Julia. Hallo Julia, vielen Dank für den Raid, Julia. Wir spielen Silent Hill und ich bin schisserig unterwegs. Tatsächlich. Aber ich schlag mich tapfer. Nur in der größten Angst zeigt man die größte Tapferkeit. Die Angst ist das Potenzial für Tapferkeit. Die Angst ist der Nährboden der Tapferkeit und des Mutes. Und je mehr Angst man hat, desto mutiger kann man sein und desto tapferer kann man sein. Und deswegen bin ich hier mit Abstand der Allermutigste. So, das machen wir mal auf. Okay, das nur mal so jetzt. Ich wollte mich hier nochmal genauer umschauen. Es ist so dunkel, man sieht da vieles einfach nicht. Was ist hier mit dem Schrank? Die Angst ist der Katalysator des wahren Könnens. Ja, das hast du auch schön ausgedrückt. Apartment 2 abgeschlossen. Jo, also wir müssen ja Apartment 5 finden. Das haben wir ja auf der Karte schon gesehen. Also da tropft es durch. Das ist ja auch schon mal ein Hinweis, dass das Apartment wahrscheinlich hier quasi unter diesem Wasserloch liegt. Oder tropft das hier gar nicht mehr? Da sah das nur gerade so aus. Das hat doch hier gerade... Nee, okay. Was ist denn das hier? Ein angeschlossener Krämerladen. Oh. Oh, sehr gutes Gefühl. Dankeschön. Was hat der denn da gekauft? Für fast für $451? Hier höre ich schon wieder gruselige Geräusche. Warum habe ich jetzt diese Auflistung hier gesehen? Weiß man nicht. Zu. Hm. Wir müssen natürlich hier nach oben. Ich gucke nur mal. 3. Ist zu. Gucken, ob die Tür theoretisch aufgeht. So, dann gehen wir mal nach oben. Ja. Oh, was? Angst, Hilfe. Wo steckst du, Kakerlake? Angenehmes Geräusch, dieses. Wie machen die das überhaupt? Machen die es mit den Beinen? Mal gucken, ob die anderen hier auch zu sind. Oder reiben die da ihre Chitinen? Ah, hier, guck mal, was ist denn das? Krabbel, krabbel. Jetzt bin ich selber zur Kakerlake geworden hier. So, oh, ein Spiegel. Wir sehen uns aber nicht. Es kommt definitiv aus diesem Apartment, ich bin mir ganz sicher. Ich habe es Ihnen schon 100 Mal gesagt. Warum unternehmen Sie nichts? Es ist unerträglich. Ich spüre, wie es in meine Haut eindringt, sich in meine Lunge drängt.
Notiz eines Bewohners, Schreibmaschine. Ja, ist schon ein ziemlich kleines Loch hier, oder? Aber sieht schön aus mit dem Teppich und so, ne? Also jetzt visuell im Spiel geil, aber so wohnen will man hier nicht. Vor allem, wo schläft er denn? Ist das hier eine Schlafcouch oder wie? Ist das hier, nee, oder vielleicht da drin ist das Schlafzimmer dann, ne? Nee, das muss das Bad sein. Das sind hier so ganz kleine Mini-Apartments. Wo bist du, Kakerlake? Ich fürchte, das ist ein bisschen größer jetzt noch hier, was wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. Wir benutzen natürlich den Apartmentschlüssel. Hallo? Der hat ein bisschen mehr Platz, ne? Ich will nur mal sehen, also... Genau, hier ist das Klo. Hat der eine Dusche auch? Nee. Also nur ein Klo ohne Dusche. Dafür einen etwas größeren Raum hier noch. Tisch, hier ist das Bett. Oh Mann. Direkt an der Wand zum Flur. Da hört man doch immer die anderen Bewohner, wenn sie nach Hause kommen. Oder morgens früh. Das Haus verlassen. Was war das denn? You'd be surprised. Feuerleiter. Da kommen wir raus zur Feuerleiter. Und da reichen nunmehr das obere Stockwerk. Oh, 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 nee. Einzige Nebelsuppe. Ach, das ist gruselig. Wenn das jetzt einstürzt. Oh, was ist das denn? Und dann kam sie und wusch alle meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt in Texas, dann gehen wir. Grusel, Grusel. Was war das für ein Geräusch? Also wir haben definitiv eine Kakerlake übersehen. Guck mal hier, was ist das? Ist das so Fisch oder Kuchen? Kuchen. So, haben die hier eine Dusche? Wenigstens eine Badewanne, ja, wenigstens. Was ist das? Oh nein, nicht die Hand reinstecken. Och, oh. Er steckt sie rein. Und? Und? Ah, ist das unangenehm, das wird nicht gut enden. Ah, oh, diese Ey, was ist das denn? Alter, das war ja nicht so leicht zu finden, tatsächlich. Und dass ich, also nie im Leben hätte ich da meine Hand reingesteckt. Gut, der Typ ist eh relativ furchtlos. Wenn man bedenkt, was hier so passiert. Er ist ja eigentlich nur so hergekommen aus seinem normalen Leben, weil er seine Frau sucht, die ja schon seit 3 Jahren tot ist, aber einfach mal in so ein Hole da reingrapschen.
Oh, es müffelt. Da ist vielleicht der Besitzer des Apartments verrottend. Ah, oh, schwarze Hand, was ist das? Sie wird für immer schwarz, die Hand, oder was? Und das hat uns jetzt was gebracht, dass wir das ein Stück weit aufgemacht haben? Warum? Unsere Hand ist jetzt schwarz. Wenn man jetzt nochmal ins Loch greift, würde dann sich irgendwas ändern? Vielleicht sollte ich noch ein zweites Mal ins Loch greifen. Nur mal, um zu gucken, ob irgendwas sich ändert. Darf ich nicht. Jetzt haben wir schwarze Finger. Was können wir denn jetzt mit den schwarzen Fingern machen? Nummer 10. So, da geht es natürlich nicht weiter. Jetzt sind wir auf dem Dach. Das hatten wir hier gerade gesehen. Da ist die Feuerleiter. Sehr gut. Oh, fuck! Wow, ich bin auch noch reingesprintet. Ach. Da ist übrigens die Kakerlake. Ich glaube, wenn wir die Treppe weiter hochgegangen wären, dann wären wir hierher gekommen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir jetzt schon über das Apartment mit der Feuerleiter hoch sind. Aber ich nehme an, das wäre dann sozusagen die Sackgasse und das heißt, wir müssen da, glaube ich, auch gar nicht mehr wieder einmal runterlaufen und gucken, was die Treppe hoch ist. Weil da wird hoffentlich nichts sein. Weil die haben das hier so schön gemacht mit der Feuerleiter, dass man nicht dieses Backtracking hat. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht und gucke, ob da noch irgendwas in der dritten Etage wäre. Tap, tap, tap. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist eine andere Feuerleiter, als ich dachte. Auf. Ich hatte gedacht, das ist die, die zur Straße führt, aber ich kriege aber den Hinterhof jetzt hier auf, ja. Gruselig, gruselig. So, jetzt können wir eigentlich zurücklaufen und zur Bar wieder, zur Jukebox laufen. Ja, ich kürze das jetzt ab. Wir gehen jetzt zur Jukebox zurück. Alles, was hier von Relevanz ist, da werden wir sowieso nochmal hinkommen. Oh, da kommen wir rein. War ich in diesem Haus jetzt schon? Ist alles. War ich hier schon drin? Der Diner, an dem wir gerade waren, ja, ne? Ja. Okay. Du. Gruselig. Dann Jukebox. Jukebox-Knopf. Und dann C2. Die Musik, hat die irgendeine Bewandtnis? Ist das aus dem ersten Teil vielleicht oder so?
Blick? Oder... Park on the lake. Park am See. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Just the two of us. Nope, 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 nope. Nein, kaputt gehen. Und alles umsonst. Zerschrottet. Aber gut, wir haben die Informationen, welchen Ort sie... Oh, was ist das denn? Schlüssel? Tatsächlich. Zur Nilibar. Oh. So. Also der... Musik sind ja auch Erinnerungen, das haben wir auch in dem Plattenladen gesehen, oder? Da stand doch drauf, Music is Memory oder sowas. Und das ist ganz lustig, weil das jetzt hier Anwendung findet. Dieser Spruch, den wir einfach mal so gesehen haben in dem Musikladen und dachten, okay, da ist gar nichts hinter, das ist einfach nur ein Spruch. Aber wir haben jetzt diese Schallplatte reingelegt, diese Schallplatte hat mit ihrer Musik die Erinnerungen hervorgerufen, die uns jetzt sagt, wo unsere Frau uns erwartet. Sie sagt ja Special Place. Und das war der See. Das heißt, eigentlich müsste jetzt hier der See eingezeichnet sein. Da oben. Rosewater Park am See. Schön gemacht. Das sind so kleine, subtile Hinweise. Ein Faltrad. Lief irgendwas hier. Na toll, hier kommen wir nicht nach oben. Was soll denn das? Ah, da oben ist ein Loch. Guck mal. Ist hier eine Tür noch? Ja, die ist aber offensichtlich zu. Bevor ich durch das Loch gehe, jetzt haben wir doch wieder einiges gemacht. Es wäre sehr ärgerlich, wenn ich neben dem Safe-Punkt stehe und nicht speichere und dann nur alles normal machen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Man kann natürlich dadurch, dass man jetzt aufgrund der grafischen Qualität alles lesen kann, ne? Also das war ja früher ein Pixelbrei. So kleinere Texte, das konnte man doch mit sich, ich habe jetzt ja nicht gespielt, aber wir haben uns ja das Video von angeguckt, da konnte man doch sowas gar nicht lesen, ne? Das heißt, man könnte theoretisch hier irgendwelche Hinweise so auf die Tafel da oben kritzeln, die im Original gar nicht drin sind. Und das Spiel dadurch noch so ein bisschen erweitern. An. Ja, Hinweisen halt. Hey, ich will da jetzt rauf. Ich will da. Also, ich will. Also, entweder. Entweder, das ist nur, damit ich von der anderen Seite hier rüberkomme, ohne... Ah, jetzt! Was auch immer ich gerade gemacht habe. Doppelklick oder sowas. Verbandskasten, gib ihn mir. Ah, herrlich. Ah, wir sind ein bisschen... ausgerüstet jetzt. Das ist super. Fühlt sich direkt gut an. Gesaved und zwei... Health Packs. Keine Healthpacks sind, sondern Tabletten oder was auch immer das ist. So, zack. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der Türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. Der Türkisgrüne mit 06 am Ende. Irgendwas notiert hier.
Der grüne, der auf 06 endet. Kleine Dachgeschosswohnung. War das dann ihr Ex wahrscheinlich, oder? So Leute, die auftauchen und man weiß nicht genau, ob sie jetzt Ärger machen oder sich ausheulen oder was oder irgendwas Dramatisches tun. Das sind ja oft dann Ex-Partner oder Partnerinnen. Nehme ich mal an. So, ist das? Ne, der ist nicht türkisgrün. Was hat der für eine... Ne, der hat ein anderes Kennzeichen, guck mal. Also die Autos haben unterschiedliche Kennzeichen. Da hatten wir ja vorhin eine Theorie. Ja, die sind alle anders. Was ist denn hier? Vielleicht hat ja der Barbesitzer auch eine... auf seinem Autokennzeichen das Passwort für den Supermarkt, so. Nicht der Bar, was habe ich gerade gesagt? Nee, nicht Bar, aber Supermarktbesitzer. Oh, ich kann auch nur so 20% reden, weil ich wirklich gerade gespannt bin hier. Oh, hier ist wieder was Ekelhaftes. Wo? Wo steckst du? Galate? Das ist das mein Feind, oder? Ja. Ist das türkisgrün? Nee, ne? Das ist nur grün, das ist doch nicht türkisgrün. Das ist einfach grün-grün. Guck mal, wie detailliert auch sogar die Anschnallgurte damit berücksichtigt. Wir hatten ja auch schon Munition gefunden. Ne? Autsch. Nichts. Ah! Haha, lol. Aber mehr wird da nicht drin sein. Zerschlag einfach alle Fenster. Ja, man muss in jedes Auto reingucken, ne? Kann immer mal was zu finden sein. Also wir haben hier auf jeden Fall halt noch dieses Supermarkt-Rätsel. Da ist nichts drin. Und dann können wir jetzt zum Park gehen, wo vielleicht unsere Frau auf uns wartet. Sind wir da schon gewesen von der anderen Seite? Guck mal, da ist noch so ein Fragezeichen eingezeichnet. Das heißt, da ist das Auto. Also muss ich jetzt... Da ist Straßensperre, also einmal noch komplett um den Block laufen, weil da komme ich nicht durch jetzt. Also links, 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 ne? Wahrscheinlich. Oder komme ich hier über die Fenster rein? Nö. Ich glaube, ich komme in keins der Häuser rein. Sonst könnte ich einfach... Ach, guck mal hier. Woher kommt die Dose? Ugh. Da ist doch gerade eine Dose gerollt. Die rollt doch nicht von alleine. Oh, was ist das? Ach, das ist ja einfach... Ja. Okay. Yeah.
Focus Travel Hunt! Sauer. Wo, was, wann, wann? Hä? Also es waren drei. Da. Kann der böse Wind aufhören, bitte? Was ist das? Wohl sechs, das ist er. Ich dem armen Mann sein Auto kaputt. Fuck, ist das jetzt gerade eine unangenehme Situation? Na gut, ich hab ihm einfach nur das Auto kaputt gemacht. Warte, da, der kommt, der steht nochmal auf oder was? Bist du der Irre? Was ist das denn hier? Resurrection oder was? Da kann man rein, ne? Ja, und was soll ich? Jetzt habe ich da nach Ausschau gehalten und jetzt? Ist das jetzt hier eine Form von, man sollte sich besser... Ach du Scheiße. Angst. Hier war ich ja schon, das heißt, die sind jetzt durch den Wind neu gekommen. Oder, was ist denn das? Hab ich das schon gesehen? Ist das quasi... Respawnt dieser Wind die ganzen Leute? Also, das wirkt fast so, als wenn mit dem Wind alle Gegner, die ich besiegt habe, wieder aufstehen. Oder neu dazukommen. Oder halt nur während des Sturms existieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier aussitzen muss. Oder ob ich jetzt quasi den nächsten Story-Schritt erreichen muss, damit das aufhört. Ich kann mich ja hinsetzen und ein gutes Buch lesen. Im Sturm von Tom Clancy. Oder... Stürmische Nächte von Lieselotte Othbringer, der berühmten Soft-Erotik-Autorin aus Schwäbisch Hall. Hey, ich glaube, das... Ja, Schlüssel angucken ist eine ganz gute Idee. Wir haben jetzt hier offensichtlich Zeit. Also den haben wir gefunden, Woodside Apartments. Schlüssel zu den Woodside Apartments. Also diese Jacke, die da lag, die lag ja bei dem Auto, ne? In der er da so rumgefriemelt hat. Das heißt, die Jacke könnte vielleicht zu dem Typ gehören, dem das Auto gehört. Das heißt, das Auto selber war uninteressant. Das diente nur dem Zweck, uns zu zeigen, dass die Jacke und damit der Schlüssel dem Typ gehört, der da erwähnt wurde in der Notiz. Hier, diese hier. Er ist zurückgekommen.
Ich habe ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Genau. Aber da steht jetzt auch nicht wen, ne? Um wem es sich da handelt. Naja, da müssen wir in die Woodside Apartments. Das ist die andere Seite, oder? Die Stadt. Blue Creek, da, Woodside Apartments, ganz im Osten. Und der Park ist hier im Norden, Nordosten, das heißt... Nee, warte, wo ist die andere? Hier. Das heißt, wir könnten jetzt hier einfach die Cuts Street runter und dann nach oben und links, da wo der linke Daumen ist, vielleicht diese Straße nehmen. Wir könnten versuchen, vorher in den Park zu gehen oder hinterher. Und das wäre dann hier, dann würden wir über die Cuts Street kommen. Wir könnten dann da in die Woodside Apartments rein. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel von mir will, dass ich jetzt schon rausgehe. Also quasi jetzt hier und dann einfach links. Aus dem Fenster auf die Hauptstraße und links. Ich glaube, es reicht, wenn ich... Wie hat der gerade hier reingekotzt? Oder war das ein Fehler? Also, ey Leute, ich glaube, ich muss hier laufen jetzt. Ich kann hier nicht ewig drin bleiben. Ich tschüss, ich verabschiede mich. Ich werde die aber jetzt auch nicht alle besuchen. Ich müsste mich jetzt eigentlich auf der Cuts Street befinden. Ja, tschüss. Lolololololo. Scheiße, die sind ja teilweise auch ganz schön flink. Ja, alles klar. Ja, tschüss. Oh Gott, das ist... egal. Ja, ich befinde mich komplett richtig. Kurz Navigation geprüft. Hilfe, Hilfe. Ich sehe nicht. Überall Ekelhaftigkeiten. Auf dem Zickzack. Au, au, au. Was ist alles unangenehm? Nein, 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 nein. Was ist denn hier los? Bin ich zu weit gelaufen? Fuck, da ist jetzt auf einmal eine Barrikade. Tschüss. Kotzi, kotz. Kotzi, kotz. Ja, was soll denn ein unschuldiger... Junger Mann, wie ich jetzt gegen so viel Ungerechtigkeit ausrichten. Lassen Sie mich rein! Ich habe mich gerettet mit großartiger spielerischer Intelligenz und Navigationsvermögen. Hallo, 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 hallo. Ist hier jemand, 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 jemand? Hallo, 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 hallo. Ich wäre Fan davon, wenn jetzt hier mal ein bisschen Ruhe ist. So, das ist die Karte der Woodside Apartments 1F Rosewater. Och, da geht's auch zum Rosewater Park durch. Stand auf der Notiz, wo er jetzt wohnt. Warte mal. War das nicht beim Schlüssel oder wo hatte ich das jetzt gesehen? Wo waren das jetzt bei? Nee. Ist der Schlüssel jetzt weg? Oder war das hier? Stand da auf dem Schlüssel? Ja, weiß ich nicht mehr. Auditiven Akku aufladen, ja, das hast du sehr gut ausgedrückt. Das trifft es ganz, ganz vortrefflich. Also. Oh, bitte mal ein bisschen. Speichern! Oh. Oh, wie schön.
Es ist ja einfach ganz fantastisch. Oh, es ist herrlich. Und ich finde, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um hier mal kurz... Oh, wie schön. Es ist einfach ein Ort der Ruhe. Oh. Wie spät ist es da? 9:10. Also die Uhren scheinen überall zur selben Zeit ausgegangen zu sein. Oh. Okay, wir machen eine schöne YouTube-Pause. Das ist das durchaus sehr nervenaufreibende, wunderschöne, gruselige, mysteriöse, brutale Silent Hill 2. Wie gefällt's euch denn? Seid ihr selber Veteran der Serie und freut euch jetzt über ein sehr gelungenes Remake des sehr beliebten zweiten Teils? Seid ihr enttäuscht? Oder fragt ihr euch, warum man nicht den ersten Teil zuerst remaked hat? All diese Fragen beantwortet sie mir in den Comments. Wir machen an der Stelle eine kleine Verschnaufpause. Wir haben es wirklich verdient, finde ich. Macht's gut, Leute.